gegen die Windräder habe ich nichts. Im Gegenteil, es ist besser als Atomenergie. Den Müll nachher will auch keiner haben. Ja? Wo soll das entsorgt werden? Alle schreien bloß nicht bei uns. Ne? Und wie lange sowas nachwirkt, das ist ja nun jeder. Ne? Lärm können wir auch nicht sagen. Ab und zu, wenn der Wind mal ungünstig steht, ist ein bisschen zu hören. Und ich denke mir, die Windräder, wenn viele auch schon verschandeln, die Umwelt ist das kleinere Übel, wenn man sieht, die ganzen Müllberge, die überall entstehen und illegal abgelagert wird und so. Und sich viele darum erstmal kümmern wollen, dass das verschwindet, wäre nicht verkehrt. Also ich denke mir, über die Windräder braucht man nicht jetzt schimpfen. Ne? Dann wird die Drehkraft über ein Getriebe, einen Generator geleitet und der Generator leitet, erzeugt elektrische Energie und die wird ins Netz eingespeist. Mechanische Windenergie wird in elektrische Energie umgewandelt. Also der Aufbau einer Windkraftanlage dauert im Schnitt 2 Tage. Die Türme, die bestehen aus Stahl. Das sind Stahl. Röhren mit innen drin einer Leiter, die sind gleich eingeschweißt. Also es ist dabei zu beachten, dass bestimmte Bauteile an einem Tag montiert werden. Die gesamte Flügelbreite beträgt 70 Meter. Die etwas größeren Anlagen findet man meistens an der Küste, da die Windverhältnisse dort günstiger sind. Und die etwas kleineren Anlagen stehen meistens im Inland. Wobei das auch noch Hersteller, also wobei der Betreiber das sich selber noch entscheiden kann, welche Höhe er nimmt. Die Nutzung der Sonnenenergie hat in den letzten Jahren einen starken Aufschwung erfahren. Wir möchten Ihnen anhand der Beispiele Energiesparhaus und Solarkoch einige Wirkungsweisen verdeutlichen. Von dem Solarfenster fließt die Wärme zu einem Hauptcomputer. Von dem Hauptcomputer fließt die Wärme zur Wasserleitung oder zur Fußbodenheizung. Wenn die Sonne draußen mal nicht scheint, hat der Hauptcomputer noch einen Reservespeicher, sodass er das Haus mit Wärme versorgen kann. Hier sehen Sie nun unterschiedliche Solarplatten. Hier sehen wir einen Energiespeicher für elektrische Energie. Normalerweise speichert man heutzutage die elektrische Energie in Akkus. Die Energie wird gespeichert, indem Wasserstoff erzeugt wird. Später wird es dann in den Brennstoffzellen umgewandelt. Es gibt 3 Dünnschichtarten, die man zur Herstellung von Solarfenstern nennt. Diese sind Silizium-Dünnschichttechnik, Delorit-Dünnschichttechnik und Sis-Dünnschichttechnik. Hier sehen wir einen Aluminiumkocher, der aus ganz leichten Aluminiumplatten besteht. Den großen Alukocher kann man ganz leicht und ohne Hilfe zusammenbauen. Er wird von der Sonne erwärmt, jedoch sollte er alle 20 Minuten verdreht oder verschoben werden, dass er gleichmäßig erhitzt wird. Der Kocher ist ca. 20 kg schwer, während einer aus Stahl ca. 28 kg wiegt. Der Aluminiumkocher braucht für 3 Liter Wasser ca. 3 Minuten, um es zu erhitzen. Genau ist der Anteil der Erzeugung aus alternativen oder als alternativen Energieträgern gleich null. Wir haben also hier im Stadtgebiet keine Windkraftanlagen und auch keine Solaranlagen, die also Strom erzeugen. Auch Deponie- oder Biogasanlagen gibt es also hier in Bernau nicht. Also die Windkraftanlagen, die wir alle kennen, also zum Beispiel Windpark Wilmersdorf wäre ja so ein Beispiel, dass die werden alle von privaten Investoren errichtet und bekommen aber eine staatliche Förderung. Hallo, ich bin die Sarah und habe mir mit meiner Klasse 9C Gedanken gemacht, wie man im Haushalt am besten Energie sparen kann. Yes.
möchte gerne über die Standby-Funktion erzählen. Die Standby-Funktion erkennt man an diesem roten Punkt. Es gibt viele Standby-Funktionen bei Hi-Fi-Anlagen oder anderen Küchengeräten oder sonstigen. Man kann, wenn man die Standby-Funktion ausmacht, kann man im Jahr bis zu 150 Watt sparen. Mit so einem Verteiler dort kann man diese ganze Situation ausmachen. Zum Beispiel so. Ein weiterer Vorteil der Standby-Funktion ist, dass, wenn man die Standby-Funktion ausschaltet, es vor Blitzeinschlägen und Kurzschlüssen schützt. Ja, hallo? Hallo. Ach so. Ja, das mache ich doch mal. Die Standby-Funktion kann man auch hier nochmal sehr gut erkennen. An dem Videorekorder die Zeit. An dem Radiowecker auch nochmal die Zeit. Und an der Hi-Fi-Anlage die blinkenden Lichter. Thema Stromsparen bei der Zimmerbeleuchtung. Das ist ein Bewegungsmelder. Dieser geht an, wenn sich jemand im Dunkeln davor bewegt. In kleinen Lampen sollte man kleine Glühbirnen reindrehen, weil diese nicht so viel Watt benötigen. Und in großen Lampen sollte man große Glühbirnen reindrehen, weil diese mehr Watt benötigen. Stromsparen kann man durch Abschalten der Zimmerbeleuchtung, wenn man sich nicht in diesem Raum befindet, und durch Energiesparlampen. Jetzt verschiedene Glühbirnen. Küche von der Schule und ich möchte mich zum Thema Stromsparen äußern. Wie kann man an mehr Energie sparen oder Wasser sparen? Ich nehme jetzt hier einen Topf und den sollte man mit der Wassermenge anpassen, also bis halb voll machen. Wenn man den nur ganz wenig voll macht, ist das eine Wasserverschwendung. So, wir sehen gerade einen Topf, der das Wasser kocht. Man sollte die richtige Platte verwenden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die große Platte stelle, ist das Energieverschwendung. Wenn ich jetzt auf kleine Platte stelle, ist es so okay. So sollte man das machen. Okay, ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel. Ich koche jetzt ein Spiegelei. Wie wir sehen, steht es jetzt auf der großen Platte. Es ist auch besser so, wenn es nicht auf der kleinen Platte steht, nützt es nicht. Dann dauert es länger. Und der Henkel fällt ja ab. So, dann gibt es noch Deckel für zum Braten. Wenn man den aufmacht, ist die Wärme drin. Und wenn man runter macht, ist ja klar, dass dann die entzieht die Wärme und Energie geht verloren. Die besten Methoden zu sparen, wie beim Kochen mit der richtigen Anwendung von Deckeln in Töpfen oder bei der Beleuchtung mit Energiesparlampen, bringen nicht sehr viel. Denn den größten Energieverbrauch im Haushalt hat das Heizen mit insgesamt 52%. Aber auch der gesamte Energieverbrauch der Erdbevölkerung steigt ständig, weil zunehmend viele heute in den Entwicklungsländern elektrische Geräte wie Kühlschrank oder Radio bekommen.